willkommen zu Model Tipps und Tricks. Heute Kurse aus dem alten Studienjahr wiederherstellen. Alle relevanten Daten Ihrer Moodle-Kurse aus dem alten Studienjahr wurden vom Team des virtuellen Campus gesichert. Diese Sicherungen können von Ihnen wiederhergestellt und für Kurse des aktuellen Studienjahres eingesetzt werden. Auf diese Weise können Sie Kursinhalte und Strukturen wiederverwenden, ohne diese neu anlegen zu müssen. Gehen Sie zunächst in den für Sie vorbereiteten neuen Kurs auf der Moodle-Plattform. Klicken Sie auf das Zahnrad rechts neben dem Kursnamen. Es öffnet sich ein Dropdown-Feld. Wählen Sie hier den Punkt Wiederherstellen. Sie gelangen in die Übersicht zum Wiederherstellen von Kursen. Achtung! Sie sehen hier nur Moodle-Kurse, in denen Sie als Lehrende oder Lehrender eingetragen waren. Klicken Sie bitte auf das rote Feld Datei wählen. Hier finden Sie den Ordner Kurssicherungen. Wählen Sie hier den Kurs, den Sie wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf Datei wählen, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Wenn Sie Ihren Kurs nicht finden, wenden Sie sich bitte an virtuellercampus@fhjorneum.at. Sie sehen den gewählten Kurs nun in der Auswahl. Klicken Sie auf das Feld Wiederherstellen. In der nächsten Übersicht sehen Sie verschiedene Einstellungen des Kurses, die Sie bestätigen. In der Übersicht Ziel wählen Sie bitte den gesicherten Kurs mit diesem Kurs verschmelzen und klicken Sie auf Weiter. Belassen Sie die Checkboxen unter den Einstellungen und klicken Sie auf Weiter. Belassen Sie auch in den Kurseinstellungen die Standardeinstellungen und klicken Sie auf Weiter. Klicken Sie abschließend auf Wiederherstellung ausführen. Vergessen Sie nicht, nach der Wiederherstellung Ihre Kurseinstellungen für das aktuelle Studienjahr zu prüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Tipp.